Wiki Stammtisch. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Ting Chen. Ein Hallo aus Berlin nach Frankfurt am Main. Hallo. Hallo, ja, dann stell dich doch mal vor. Ja, mein Name ist Ting Chen. Ich wohne in Raunheim bei Frankfurt. Das ist laut Wikipedia die lauteste Stadt in Deutschland. Und wir werden es im Hintergrund auch hören, vermutlich. Das hört man auch im Hintergrund. Mhm. Bei gutem Wetter, also sprich, wenn Ostwind weht, dann landen sie von unserer Seite, dann ist das schon ziemlich laut. Mhm. Editiere Wikipedia schon seit 2001, bin ein relativ früher Starter. Ich beschäftige mich hauptsächlich in der chinesischen Wikipedia, hatte früher mal ein bisschen mehr in der deutschen Wikipedia gearbeitet, hatte mittlerweile das mehr oder weniger eingestellt und mache dort nur noch kleine Korrekturen, wenn ich sehe, dass da, was weiß ich, Schreibfehler oder offensichtliche Unstimmigkeiten vorhanden sind, dann korrigiere ich die. In der chinesischen Wikipedia bin ich bis heute immer noch aktiv. Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. In der chinesischen Wikipedia hast du Stand heute 108.393 Edits. Respekt, bist der Bürokrat und SysOp. In der deutschen Wikipedia 2749 Edits. Und dann noch in der Meta und in der englischen und auf Commons noch ein paar dreistellige Edits. Und Meta, das hängt sicher damit zusammen, dass du mal im Border Foundation gearbeitet hast. Genau, die Edits stammen meistens aus der Zeit, ja. Du bist gebürtiger Chinese, bist in Shanghai geboren. Ja. Aber du bist dann mit 19 oder 20 nach Deutschland gegangen, um hier zu studieren. Korrekt. War das ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie das läuft. Es haben vermutlich nicht deine Eltern bezahlt oder was, sondern wurdest du da irgendwie delegiert? Ich gehöre zu einem der Chinesen, die als erste nach Deutschland gekommen sind, und zwar privat, also nicht von staatlicher Seite finanziert. Ich hatte dort zwar eine Bürgschaft gehabt von einer deutschen Bürger. Ich habe aber hauptsächlich das Studium mich selbst finanziert. Ich habe relativ schnell hier einen Job finden können, also eine Studentenarbeit. Und das war auch eigentlich der Grund, warum ich dann irgendwann mal in die IT-Branche gelandet bin. In Braunschweig war das. In Braunschweig. Elektrotechnik, hättest du was anderes studiert, also Informatik oder so, wenn du es jetzt nochmal anfangen würdest? Nein, also ich finde, ich würde jeden, der Technik und so interessiert ist, die Elektrotechnik empfehlen. Ich finde das ein super gutes Studium. Das hat ein sehr starkes theoretischer Teil, also gerade die Elektrodynamik ist nicht ohne. Man lernt sehr viel über Mathematik, hat aber auch sehr viel Praxisbezug. Also man lernt auch sehr viel über die Ingenieursarbeitsweise, die ist ja doch ein bisschen anders als reine Physiker oder Mathematiker. Und du arbeitest jetzt bei IBM und machst du da was mit Elektrotechnik? Nein, ich mache nichts mit Elektrotechnik. Ich mache hauptsächlich Softwareentwicklung. Projektmanagement oder Entwickler? Ich habe als Entwickler gestartet und jetzt mache ich hauptsächlich so Technical Lead, also sprich, ich sage das Team, wie sie etwas implementieren sollen, wie sie ein Problem lösen sollen, und nebenbei mache ich dann auch ein bisschen Team Lead und Projektmanagement, ja. Und hat es aber nicht hauptsächlich. Und sind das internationale Projekte? Das sind meistens internationale Projekte, ja. Also meine Kunden sind nicht unbedingt deutsche Unternehmen, die letzten Kunden sind britisch, und mein Team sitzen auch meistens nicht ausschließlich in Deutschland. Die können zum Beispiel auch in Indien oder in Rumänien sitzen, natürlich auch in Deutschland oder
in einem anderen EU-Land. Und deine Arbeit erlaubt dir auch mal tagsüber zu telefonieren, so wie jetzt mit mir? Ja, ich habe gerade ein Projekt freier Zeit und das kann ich dann ein bisschen ausnutzen. Und natürlich habe ich Gleitzeit, ja. Seit 2001, das ist ja das Gründungsjahr der Wikipedia. Wie bist du darauf gestoßen? Ich bin über einen CT-Artikel darauf gestoßen. Ich glaube, damals hatte die deutsche Wikipedia 10.000 Artikel erreicht. Und das war ein CT-Artikel, ein CT-Online-News-Wert. Und da habe ich das gelesen und das fand ich interessant. Und dann habe ich mich da angemeldet. Und damit habe ich gestartet. Ja, ich bin über Heise News draufgekommen. War ein Artikel in Heise, sehr, sehr interessant. Und warum hat sich das fasziniert? Ich kann es nicht so genau erklären. Also ich habe schon immer so ein Faible für sowas gehabt. Ich habe zum Beispiel in den 90er Jahren, als ich ganz frisch in Deutschland gekommen bin, habe ich mich bei Fidonet zum Beispiel betätigt und dort gibt es auch Foren und ein Forum hieß damals Wissen.dr, also deutsches Forum für Wissen und alles, was mit Wissen zu tun hat. Und da habe ich mich auch sehr lange betätigt und wurde auch von den Forenmitgliedern zum Moderator gewählt. Es gab damals einen Österreicher, heißt Rudi Oehler. Wir haben immer so wechselweise das Forum modelliert. Er ein Jahr, ich ein Jahr. Und ich würde sagen, das liegt mir einfach in meinem Interesse. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht so genau erklären. Ist bei dir irgendwie angelegt in den Genen. Und ist es da, ging's da, dein Interesse ist mehr Schreiben oder Teilen oder diese Online-Arbeit? Was fasziniert dich da am meisten? Mein Interesse ist hauptsächlich Schreiben, ja. Eine chinesische Wikipedia gab es da zu dem Zeitpunkt vermutlich noch nicht. Doch, sie haben gerade angefangen, also sie haben immer hinter den deutschen Wikipedia ein bisschen hergehinkt. Und sie haben dort angefangen und also ich habe ja auch ursprünglich ganz am Anfang bin ich auch mehr in der deutschen Wikipedia tätig gewesen und bin dann später in die chinesische gewechselt. Was unterscheidet die deutsche von der chinesischen Wikipedia? Oh, ich denke mal, die deutsche Wikipedia ist viel homogener. Man wird wahrscheinlich jetzt lachen darüber. Weil wir wissen ja, dass es in deutscher Wikipedia auch sehr viel Streit und so gibt, auch sehr viele unterschiedliche Meinungen und Menschen. Aber alles in allem denke ich, dass die doch sehr viel homogener ist. Man kommt aus der gleichen Kultur, man wächst in einem Umgebung auf, hatte ungefähr die gleiche Schulbildung bekommen. In der Schule hat man die gleichen Sachen vorgetragen bekommen und die Gesellschaft hat hat eine Wertdefinition, die ja in alle drei Länder, also Schweiz, Deutschland und Österreich, doch sehr ähnlich sind und deswegen denke ich, dass die deutsche Community doch viel homogener ist, während die chinesische Community schon sehr divergent ist. Also wir haben zum Beispiel Leute, eine sehr starke Community in Hongkong, in Taiwan. Sie sind mit ganz anderen Wertvorstellungen und auch zum Teil kulturellen Hintergrund aufgewachsen als die Festlandchinesen, dann haben wir auch eine relativ starke Community aus dem Auslandschinesen, hauptsächlich aus Nordamerika. Und sie haben wiederum eine ganz andere Ausbildung und auch
auch Lebenserfahrung gehabt, wiederum als die anderen Community-Members. Also von daher sind sie schon sehr, sehr divergent. Die taiwanesische, Hongkong- oder Auslandschinesen müssten doch eigentlich eine Minderheit sein gegenüber den Festlandchinesen. Nein, sind sie nicht. Also wir haben ungefähr Viertel. Also wir haben ungefähr ein Viertel Festlandchinesen, ein Viertel Hongkong, ein Viertel Taiwan und ein Viertel Auslandschinesen. Der Grund dafür ist zum Teil, ich würde nicht sagen, die chinesische Regierung zu verdanken, aber sie haben mit Sicherheit einen Beitrag dazu geleistet, durch die Blockierung von Wikipedia. Wie kann man sich denn diese Blockierung vorstellen? Ich war jetzt im August in China gewesen und wenn man zum Beispiel dort die chinesische Wikipedia versucht aufzurufen, dann erreicht man einfach die Adresse nicht. Im Moment sind die anderen Wikipedia-Versionen nicht blockiert. Also wenn ich die deutsche oder die englische aufrufen, ist das kein Problem, aber die chinesische kann ich nicht aufrufen. Das ist die Auswirkung. Ich muss quasi einen Proxy. Also wenn ich die URL aufrufe, bekomme ich eine Meldung von der Firewall. Du bekommst gar keine Meldung. Du hängst einfach in der Leitung. Ach so, da wird nicht mal irgendwie eine Fehlermeldung ausgegeben oder Nein. sowas. Ah. Ich meine, irgendwann ist der Browser halt Timeout, aber sonst kommt nichts zurück. Mhm. Aber über einen Proxy kommt man wieder ran. Ja, also ich habe eine VPN eingerichtet und damit kommt man ran, ja. Also damit komme ich ja quasi, tunnele ich nach Deutschland und von Deutschland dann kann ich das aufrufen. Ich hätte gedacht, dass das auch irgendwie blockiert wird. Es gibt in der Tat immer wieder Gerüchte, dass die chinesische Regierung die VPNs blockieren will. Das wäre ja auch eine relativ einfache Angelegenheit, weil die VPN ja alle einen Port benutzen und die brauchen eigentlich nur den Port zu blockieren. Das Problem ist natürlich auch sehr viele Unternehmen, also zum Beispiel IBM, das ganze Intranet von IBM, die funktioniert ja auch über die VPNs. Und wenn sie jetzt die VPNs blockieren würden, dann würde das die Wirtschaft auch sehr stark schaden. Und deswegen scheut man das immer zurück. Aber es gibt immer wieder im Netz Gerüchte, dass demnächst VPNs angemeldet werden muss und die nicht angemeldete werden dann blockiert. Ich weiß nicht, ob das passiert oder nicht, aber die Androhung, also diesen Damoklesschwert hängt immer über unsere Köpfe, ja. Mhm. Von Hongkong aus ist das nicht in der chinesischen Firewall? Genau, Hongkong und Macau sind außerhalb von der Firewall, ja. Zumindest jetzt noch. Zumindest jetzt noch, ja. Das erklärt, warum dann eigentlich Minderheiten so stark dann da involviert sind. Gibt es innerhalb von China eine nennenswerte Alternative zu Wikipedia? Ja, es gibt die sogenannte Baidu-Pedia. Das ist eine Klon von der Firma Baidu, von Wikipedia. Und dann gab es noch ein paar anderen Nachahmer, ja. Und die sind auch so als freie Enzyklopädie angelegt oder als geschlossen? Die sind, sie müssen natürlich die chinesische Gesetze genügen, also sprich, sie sind vom Inhalt her zensiert und sie müssen, also die Teilnehmer müssen auch dort immer eine Klarnameregelung unterwerfen. Es gibt keine anonyme Editieren und die Lizenzen von diesen Enzyklopädien, die sind ein bisschen merkwürdig. Also der Baidu-Pedia zum Beispiel, der listet, der sagt, dass der Editor
zwischen verschiedene Lizenzen wählen kann für seine Inhalte. Wobei er wiederum, also ich, als ich dort das ausprobieren wollte, konnte ich nirgendwo irgendwas entdecken, wo ich sagen kann, ich möchte meinen Inhalt unter einer bestimmten Lizenz veröffentlichen. Und am Ende steht dann in alle von ihren Content-Seite immer so ein Copyrighted bei Baidu unten. Und das ist ja alles so ein bisschen konfus, nicht ganz klar. Wird es von den Chinesen, also wie viele Chinesen wissen von der Wikipedia jetzt im Vergleich zu Deutschland? Kannst du das irgendwie sagen? Wie viele wissen? Ja, dass es die gibt oder das werden gibt es gedruckte Enzyklopädien in China? Die werden ja auch ziemlich dick, oder? Ja, die gibt es auch. Also ich, als ich noch klein war und dort zur Schule ging, das war ja damals, ich denke mal, also damals sehr viele Menschen, die die höhere Bildung anstreben, ist für sie immer so eine Art erstrebenswerte Ziel, irgendwann mal zu Hause eine Enzyklopädie zu Hause zu stellen. Ja, also es gibt so was Ähnliches, auch wie in Deutschland die Blockhaus, also sowas Ähnliches. Die chinesische Wikipedia, die chinesische Enzyklopädie, die staatliche, die wurden damals so in Anlehnung an die Sowjetunion, an deren Enzyklopädie als Vorbild ausgebracht. Das sind auch, ich weiß nicht, wie viele Bände, mit Sicherheit 30, 40 Bände oder sowas. Mhm. Und du arbeitest jetzt in der chinesischen Wikipedia. Hast du da spezielle Themenbereiche, die du betreust? Nein, ich habe keinen speziellen Themenbereich. Ich mache meistens Übersetzungen. Ich übersetze deutsche oder englische Artikel in chinesische. Mhm. Wobei ich schon mehr meistens darauf achte, dass ich auch die richtige Content dann übersetzen. Also wenn es um einen europäischen oder um einen deutschen oder österreichischen oder schweizerischen Artikel geht, dann meistens eher aus der deutschen Wikipedia. Und wenn das ein amerikanischer Inhalt ist, dann eher auf englische Wikipedia. Gibt es inhaltlich Unterschiede zwischen der chinesischen und deutschen? Also ich gehe davon aus, dass natürlich chinesische Städte und lokales Chinesentum gegenüber dem stärker ist, als was jetzt deutsche Interesse antritt. Aber gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Was ich kann jetzt nur in Klischees verfallen. Traditionelle chinesische Medizin oder Sagen oder Tiere oder Ja, also inhaltlich gibt es mit Sicherheit solche Unterschiede. In chinesische Wikipedia sind mehr wie nennt man das, sinokulturellen Inhalte vorhanden und die deutsche Inhalte wahrscheinlich ein bisschen weniger und umgekehrt. Auch von der Policy und so weiter und so fort gibt es auch immer kleine Unterschiede, ja. Mhm. So, und ich habe gesehen, dass du auch Botschafter der chinesischen Wikipedia in der deutschen Wikipedia bist. Es gibt auch ein Portal China in der Wikipedia, das ist aber inaktiv. Mhm. Oder Wikiprojekt China Portal, ja. Habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, da gucke ich gleich nochmal. Es gibt auch eine Portal, ja. Wir hatten im Vorgespräch schon festgestellt, dass das leider eingeschlafen ist. Ja, also sehr, sehr viele Projekte und Portale, die in den späteren 2000er Jahren entstanden sind wieder inaktiv geworden. Das hat mit Sicherheit auch mit den Editor Retention und so weiter so fort zu tun. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass also ich denke mal, dass es immer schwieriger wird, Content in die Wikipedia zu bringen. Und auch diese Botschaftssachen,
ist mittlerweile mehr oder weniger eingeschlafen. Ich weiß nicht mehr, wann ich zuletzt wegen einem China-bezogenen Thema kontaktiert wurde. Das müsste schon 2-3 Jahre mindestens her sein. Es gab ja im letzten Jahr zum ersten Mal den asiatischen Monat, auch in der deutschen Wikipedia. Stimmt. Und da waren wir beide aktiv. Also ich habe das betreut und du mit, und es haben auch etliche teilgenommen, also mehr als wir beide jedenfalls. Ja, ja, stimmt. Und sind auch ein paar schöne Artikel dabei entstanden. Ja. Die Grundidee des asiatischen Monats ist es, dass in einem Monat, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, Artikel über asiatische Themen geschrieben werden. Ich habe mich auf chinesische Schriftstellerinnen des Mittelalters spezialisiert, die, wo ich gute englische Vorlagen gefunden habe, um da was drüber zu schreiben, im Deutschen, und auch unter anderem wirklich faszinierend das größte Palindrom gefunden habe, was es je gab. Ein Palindrom ist ein Satz, den man vorn und von hinten lesen kann. Nun ist es mit den chinesischen Schriftzeichen so, dass man die in einem Quadrat anordnen kann und dann in allen Richtungen und auch in den Diagonalen was lesen kann. Und das war, glaube ich, ich habe die Zahl vergessen, 140 Zeichen so lang, ja, und breit. Und es gibt wohl mehrere hundert Möglichkeiten, da sinnvolle Texte daraus zu lesen, aus diesem Palindrom. Also das ist jedenfalls faszinierend. Asien ist auch ein riesiger Kontinent mit sehr unterschiedlichen Kulturen. Ja. Es ist also bestimmt interessanter, was zu machen. Jetzt findet in der nächsten Zeit bei Wikimedia Deutschland in Berlin ein Israel-Editathon statt, am 9. Oktober. Das heißt, dass man sich dort trifft, man kann auch online teilnehmen und Artikel über Israel-Themen schreibt. Sowas könnte man sich ja auch für China vorstellen, dass man ein China-Editathon macht, vielleicht sogar auf einzelne Regionen das runterbricht. Also die Ideen gibt's schon, also oder Formate gibt's schon, mit denen man diesen Austausch wiederherstellen könnte. Und es wäre schön, wenn sich ein paar Zuhörer melden, die Interesse an sowas haben, um das wieder aufleben zu lassen. Ich würde es auf jeden Fall unterstützen. Und ja, wenn ich jetzt sage, du bestimmt auch, ist das ja so ein bisschen Druck aufbauend, aber ich glaube, es ist auch in deinem Interesse. Ja, natürlich. Die Wikimania ist die jährliche Konferenz der Wikipedianer, wo sich Wikipedianer aus aller Welt treffen. Und sie hat schon zweimal in Asien stattgefunden. Einmal in Taiwan und einmal in Hongkong. Ja. Auf beiden warst du ja auch. Nein, ich war nicht in Hongkong. Du warst nur in Taipei. Ja, genau. Taipei, wann war das? 2007. Ja. Du warst du auf der allerersten Wikimania in Frankfurt? Ja, klar, natürlich. Ja, klar, natürlich. Ich auch, ja. Vielleicht haben wir uns da auch gesehen, unbekannterweise. Ja, erzähl mal was über die Wikimania. In Frankfurt oder ja, in... Allgemein so. Du hast ja nun an etlichen teilgenommen. Ich habe auch einige verpasst. Also ich zähle nicht zu den wenigen, die alle Wikimania mitgemacht haben. Ja, also Wikimania ist so eine Sache. Es gibt auch immer die Diskussion darüber, wie das weitergeführt wird. Ich finde es immer schön, dort bekannte Gesichter wiederzutreffen, und man fühlt sich doch sehr wie in einer kleinen Familie, und man bekommt auch immer wieder, also gerade in Zeiten, wo einem doch ein bisschen gestresst ist und sagt, oh, ich habe keine Lust mehr, findet man auch immer wieder Motivationen dort. Also das ist schon, da merkt man auch, dass der Mensch ein soziales Tier ist und auch immer Kontakte, auch persönliche Kontakte zu anderen Menschen braucht, und das ist, finde ich, der besondere Wert von dieser Veranstaltung. Du erinnerst du dich noch an Frankfurt? Ja. Ja, was hat dich da, ist dir irgendwas in der Erinnerung geblieben? Ja, also Frankfurt war ja die allererste Wikimania gewesen.
Und das fand in einem Jugendherberg statt. Das hatte mir sehr gut gefallen. Eine Jugendherberge am direkt am Main war das, ja. Richtig, genau. Ich glaube, das ist so ein roter Backsteingebäude. Ich muss dazu sagen, ich habe dort nicht in der Jugendherberg übernachtet. Ich Ich habe auch nicht, nein. zu Hause übernachtet. Aber trotzdem, ich habe früher sehr oft in Jugendherberge übernachtet und das und diesen Atmosphäre und dort auch andere Bewohner da sind. Das hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Und alles in allem, das war auch ein sehr, sehr gut gelungener Start für Wikimania. Hatte wirklich Standard gesetzt. Viele Jahre lang hatte man an Frankfurt gemessen. Das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und die Themen an Ich meine, das war, viele Menschen sah ich dort zum ersten Mal. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, dort Florence kennengelernt zu haben. Florence Dubois, und wer ist das? Das ist eine französische Wikipedianerin, die dann auch in dem Board tätig war. Sie war damals im Board tätig. Ich glaube, sie war damals sogar schon Vorsitzende. Ach so. Ja, also das war schon sehr schön, ja. Genau, und dann eine der nächsten war dann in Taipei. 2007 war in Taipei. Da habe ich ein bisschen mitorganisiert. Ich war nicht offiziell in dem Organisationsteam, aber ich war 2 Wochen vor dem Wikimania nach Taipei geflogen und mit Titan Dunn, das war der Hauptorganisator zusammen. Ich habe bei ihm auch zu Hause übernachtet. Er war 2005 bei mir gewesen. Als es in Frankfurt die Wikimania war und hatte dort auch Anregung genommen. Deswegen war halt auch in Taipei war auch in so einer Art Jugendherberge gewesen, diese Jugendzentrum, wo man auch direkt an Ort übernachten konnte. Also er hatte dort sehr viele Anregungen mitgenommen. Also deswegen habe ich auch gesagt, Frankfurt hatte für Jahre Standard gesetzt und also Taipei war für mich auch immer eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung, finde ich, mit den sehr, sehr vielen Volunteers, die dort mitgeholfen haben. Die haben eigentlich mit Wikipedia gar nichts zu tun, haben einfach einen Aufruf gefolgt und sind dann erschienen, haben dann an Training teilgenommen und dann ich meine, das wäre die einzige Wikimania, wo ständig Leute am Flughafen gestanden hatten, um die Leute in Empfang zu nehmen. Die erste war das, wo das so war. Und ja, also war auch eine sehr schöne Veranstaltung, ja. Ja, zuerst miteinander gesprochen haben wir bei der Wikimania in Israel, in Haifa. Da stand ich leicht angetrunken auf dem Rasen draußen, also im Veranstaltungsort. Und wie so ist, gehe ich dann auch immer auf mir wildfremde Leute zu und sage: Hallo, wer bist denn du? Was machst denn du? Und du sagtest: Ja, ich bin Vorsitzender des Boards der Foundation, muss ich erstmal verdauen. Und ich hatte dich auf Englisch angesprochen, du sagst, du kannst ruhig auf Deutsch sprechen, ich komme aus Mainz, wie es singt und lacht. Und das war ein lustiger Einstieg, miteinander zu reden. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Du warst doch damals auch in der deutschen Board, oder? In dem Vorstand gewesen? Da war ich noch nicht drin, aber ich hatte da mich entschieden, mich da reinwählen zu lassen, Ah. weil es da an der Zeit war, was zu ändern in der deutschen, in Wikimedia Deutschland. Da hatte ich so das erste Mal den Eindruck, dass jetzt was in eine andere Richtung gehen muss, als es bisher gelaufen ist. Ja. Weil ich kann mich daran erinnern, ich kannte damals schon deinen Namen. Ich weiß nicht woher. Wahrscheinlich von der Mailingliste, kann das sein.
gut möglich. Ja, ich habe mich nie groß an Diskussionen so online beteiligt. Nicht übertrieben jedenfalls. Ja, also, ja, vielleicht von der Mailingliste, möglicherweise. Etwas verändern wollen, deswegen sich ein Amt wählen wollen, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Bevor wir das aber tun, wir reden jetzt schon eine halbe Stunde, würde ich gerne etwas Musik spielen. Und du hast ausgesucht ein Stück, und zwar von den Bremsspurpiraten. Hop-Raps von Todeschore. Das ist Musik, die du mal rausgesucht hast für ein Video, was du gemacht hast. Da reden wir auch gleich drüber. Zuerst hören wir uns mal die Musik an, die ziemlich abgeht. Da sind wir wieder. Zuletzt hatte ich davon gesprochen, dass die Musik, die wir gerade gehört haben, du in Videos verwendet hast. Das ist so ein, ist eins deiner anderen Hobbys. Du hast eine Drohne und nimmst damit Videos auf. Ja. Und zwar ausschließlich dafür, ja. In China gekauft, natürlich. Nein, ich habe die hier gekauft. Nee, gekauft. Ja, ich kenne mich nun damit gar nicht aus mit Drohnen. Sachen, gibt es da irgendwas Besonderes dran zu erzählen? Die haben meist eingebaute Kameras oder ist das eine, wo man eine Kamera dran schnallt? Das ist ein, der eine eingebaute Kamera hat. Ja, Drohnen, das ist ein sehr umstrittenes Thema im Moment in Deutschland. Deswegen bin ich auch immer sehr vorsichtig. Ich fliege die meistens früh am Morgen, bevor die anderen aufstehen. Ja, also ich bin ja schon immer so ein bisschen Technik begeistert und deswegen hatte mich auch das immer sehr begeistert. Und eine Drohnen eröffnet die Möglichkeit, aus einer anderen Perspektive Fotos oder Videos zu machen.
die man auf dem Boden doch sehr ein, ja, als Fotograf kennt man zum Beispiel immer das Problem, dass man auf dem Boden ein Gebäude fotografiert und dann bekommt man die stürzende Linie. Und dann muss man in später versuchen, in Photoshop oder in GIMP das zu korrigieren. Und mit einer Drohne kann man zum Beispiel das Problem sehr elegant umgehen. Also nur so als ein der Beispiele. Und deswegen habe ich damals das gekauft. Und fliegst dann interessante Objekte ab und schneidest das zusammen? Ich fliege nicht unbedingt interessante Objekte ab. Ich fliege, zum Beispiel fliege ich auch so Rapsfelder ab. Also im Frühjahr, wenn die Raps blühen, wir kennen die meistens quasi vom Straßenrand. Das sieht sehr schön aus. Und dann bin ich damit rausgegangen und habe das darüber gestellt und das sieht auch sehr interessant aus, eine andere Perspektive. Oder zum Beispiel ein anderes Projekt, an dem ich im Moment arbeite, das ist ein bisschen langfristiges Projekt. Ich wollte ein Video zusammenschneiden, das ein Weinberg über alle vier Jahreszeiten darstellt. Also das ist kein markantes Objekt, kein denkmalgeschütztes Objekt oder sowas. Einfach ein Weinberg, die gibt es ja bei uns hier in Rheinhessen sehr viele. Und aber in unterschiedlichen Jahreszeiten sehen sie schon sehr unterschiedlich aus und dann das noch aus der Perspektive, aus der Luft, wiederum eine andere Perspektive. Also ich versuche eher, auch beim Fotografieren versuche ich immer ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Ich bin nicht unbedingt immer diesen Leute, die Sehenswürdigkeiten fotografiert. Ein anderes Hobby von dir ist 3D-Rendering. Welches Programm verwendest du dafür? Ich muss jetzt ein bisschen beschämend sagen, ich habe mal angefangen mit ich habe angefangen mit Blender. Aber ich bin damit einfach nicht klargekommen. Und jetzt benutze ich die DAZ Studio. Die ist ein bisschen einfacher zu bedienen. Und wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da fertige Modelle, die man dann anordnet? Also deine Bilder wirken ja durchaus durchkomponiert mit vielen Details. Die musst du nicht alle einzeln erstellen. Nein. Ja, also es gibt fertige Modelle, die man, das ist ein bisschen wie ein Puppenhaus. Also man stellt die Modelle dar. Die Modelle kann man auch ändern. Und auch hier, meine Bilder versuchen meistens irgendwie eine Alltagssituation darzustellen. Es ist ein bisschen anders als die meisten 3D-Rendern, die ich versuche weniger martialische oder Superhero-Sachen darzustellen, ja. I see. Ja, wir hatten es kurz vorhin schon mal anklingen lassen, dass du im Board der Foundation warst, der Wikimedia Foundation, der Organisation, die Server betreibt und die Rechte innehat an den Marken der Wikipedia und angeschlossenen Projekte, sogar Vorsitzender des Boards bist du geworden. Das war für 5 Jahre, warst du da drin, warst du doch eine lange Zeit. Und im Juni 2008 war das zum ersten Mal, dass du da reingewählt wurdest. Warum hast du dich damals zur Wahl gestellt und hast du vorher schon andere Ämter im Wikipedia-Umfeld inne gehabt? Nein, habe ich nicht. Das ist, also 2008, das hatte eine etwas kuriose Geschichte. Also da muss man auf die Wikimania in Taipei wieder zurückgehen. Die chinesische Wikipedia ist ein bisschen damals wie die japanische. Die ist ein bisschen abgeschottet, hat mit der Welt da draußen wenig zu tun gehabt. Und dann war der Titan in
in Frankfurt, und da hatte er die Idee, dass er auch ein Wikimania organisieren möchte. Das wurde dann 2007 in Taipei. Wir hatten ziemlich harten Kampf gehabt mit Italien, mit Milan. Und den Austragungsort der Wikimania. Um die Austragungsort, ja. Und am Ende dann hat er gewonnen. Ziemlich knapp, glaube ich. Und dadurch, dass die Community, ja, die Welt-Community quasi nach Taiwan gekommen war, ist die chinesische Wikipedia, also die chinesische Community erstmals ein Anschluss oder eine Erkenntnis ist gewonnen, dass es eine Welt draußen gibt, die viel größer ist. Und da kam auch die Erkenntnis, es gibt so etwas wie eine Foundation und dort gibt es ein Board, und das Board wurde damals besetzt ausschließlich von Europäer und Amerikaner, und da gab es innerhalb von der Community eine Diskussion zu sagen, wir wollen gerne einen eigenen Kandidaten aufstellen. Und wir hatten damals alle den Titan dazu ermutigt, das zu machen, und weil er ja schon eine Art internationale Bekanntschaft damals errungen hatte wegen der Organisation. Er hatte aber andere persönliche Pläne. Er wollte seine Anwaltsprüfung ablegen und fühlte sich nicht in der Lage, das zu machen. Und die zweite Wahl wäre KJ gewesen. Das war auch eine Wikipedianerin, mit der ich auch, also mit beiden habe ich noch heute Kontakte. Und sie war die Co-Organisatorin. Aus welchem Grund auch immer hatte sie das auch abgelehnt. Und ich war damals schon einige Jahre in der chinesischen Wikipedia tätig gewesen und hatte dann den Vorteil, dass ich keine Einschränkungen von der chinesischen Regierung unterlegen war. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das mache. Also das war der Grund, warum ich mich da kandidiert habe. Ah ja, und dann hat es ja auch geklappt. Da hatte es auch kurioserweise geklappt, ja. Welche Vorstellungen hattest du denn? Also offensichtlich war die Intention, dass endlich mal ein Asiat mit im Board ist. Aber was hattest du außerdem, jetzt einfach da reinzukommen als Asiat, noch für Vorstellungen? Ja, es war eine sehr blauäugige Vorstellung. Ich hab damals wirklich wenig Ahnung. Ich weiß nicht, was die Foundation eigentlich macht, außer die Server zu betreiben. Ich hatte auch damals keine Ahnung, wie das eigentlich so funktioniert. Also das mit dem Board, wie das, also welche rechtliche Befugnisse oder Einschränkungen dieser Organ unterlegen ist oder auch ausführen kann. Ich kannte damals kein einziger außer Jimmy Wills auf dem Board und Florence. Wobei Florence hatte in dem Jahr genau abgetreten, 2008. Und ja, für mich war damals einfach, ich bin ein Community-Mitglied und ich möchte gern die Community dort vertreten, ohne eine sehr konkrete Vorstellung. Man muss auch sagen, dass die Foundation damals auch eine sehr kleine Organisation war. Ich glaube, sie hatte, als ich da anfing, wahrscheinlich 40 Angestellte gehabt. Und sie war auch mehr mit sich selbst beschäftigt. Sie war ja gerade kurz vor meinem Einführung von Florida nach San Francisco umgezogen, hatte eine völlig neue Execute Directorin, und alles ist noch sehr, sehr unklar, wie das eigentlich weitergeht. Okay, da kamst du dann also rein. Ja. Und
dann, ja, wie ging es denn weiter? Also so nachwirkend reflektiert, das waren die Jahre, wo die Foundation extrem gewachsen war, wo die Foundation auch ja sehr viele Macht und Befugnisse an sich genommen hatte, die davor mehr oder weniger unkontrolliert oder unorganisiert war. Ein Beispiel, die wir beide eigentlich gut kennen, ist das Thema Fundraising. Mhm. Ein anderes Thema ist zum Beispiel dieses Markenrecht. Ich glaube, also vor 2008, 2009 hatte eigentlich keiner so richtig Gedanken gemacht, wie das alles eigentlich zu regeln hat. Und das hatte Foundation in diesen Jahren angefangen, unter Mike Goldwyn zum ersten Mal ein Markennutzungsregeln aufgestellt, zum Beispiel. Und von daher war das auch sehr aufregende Jahre, wo letztendlich sehr viele Entwicklungen festgelegt wurde, die wir bis heute noch immer, also wo Auswirkungen bis heute hat und wahrscheinlich auch für die zukünftige 10 oder 20 Jahre Auswirkungen haben wird. Mhm. Und ein der Thema, das mich sehr interessiert hatte, war die Beziehung zwischen den Foundation und den Chapters. Und das war, also ich sag mal so, bis 2009 hatte man eigentlich auch wenig Gedanken gemacht, wie die Chapters eigentlich, also was sie eigentlich machen sollen. Man hatte einfach Chapters approved. Man hatte die Bylaws geprüft und dann, wenn die Bylaws in Ordnung ist, hat man dann die approved. Und man hatte sehr wenig Gedanken über die Entwicklung von diesen jungen Organisationen zum Beispiel gemacht. Man hatte auch letztendlich sehr wenig Hilfe aus der Foundation heraus, wobei man auch dazu sagen muss, zu der Zeit war die Foundation auch nicht in der Lage, irgendwelche Hilfestellungen zu leisten. Aber dadurch ist sehr viele Unordnung entstanden und jeder hat seine eigene Vorstellung gehabt, als man angefangen hatte. Und als man dann versucht hatte, die Sachen wieder in Ordnung zu bringen, ein bisschen Struktur in der ganze organisch gewachsenen Situation hineinzubringen, hat dann natürlich auch sehr viele Unmut aufgestoßen, weil man natürlich letztendlich eine Vorstellung versucht hatte durchzusetzen gegenüber allen anderen Vorstellungen. Das waren diese Zeiten. Du mittendrin. Und ich mittendrin. Ja, ich bin 2000. Hatte anfangs keine Ahnung. Ja, ist so, ne? Kann ich gut verstehen. Ich meine, ich bin 2011, glaube ich, ins Board gegangen, genau. Und du bist 2008 rein und auch warst 2011 drin, genau. 2011 waren auch, wo ich jetzt im lokalen Chapter Deutschlands, wo dann Themen aufkamen, wie das Fundraising wird neu verhandelt mit der Foundation, das poppte plötzlich auf, weil für mich war Wikimedia Deutschland eben unser Verein. Wir kümmern uns um so eine Sache, wir sammeln unser Geld ein, wir geben unser Geld aus und plötzlich kam die Foundation, wie Jack aus der Box und sagte, nee, hallo, hier, ja, ist unser Geld, ihr müsst uns fragen. Ja. Und es war doch sehr überraschend und ich selber habe die Gespräche nicht geführt, ich habe das immer nur vermittelt gekriegt. Sebastian Moleski war da vermutlich hauptsächlich drin beteiligt und ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, aber es war schon seltsam. Und in der Folge kamen dann auch immer mal Briefe von der Foundation, um irgendwas zu regeln, irgendwelche Sachen neu zu machen, die höflich aus
versuche ich es auszudrücken, aber sie waren dilettantisch. Es kam derselbe Brief an das französische und das deutsche Chapter, ohne Rücksicht darauf, dass da schon grundlegende Unterschiede auch waren, beispielsweise zu bestimmten Themen. Oder es wurde darauf verwiesen, dass man doch auf die Rezessionen Rücksicht nehmen müsse, wo in Deutschland aber die Rezession kaum Auswirkungen hatte, im Gegensatz zum USA. Es kam dann doch sehr amerikazentristisch auch wieder rüber. Aber ich will mich jetzt eigentlich nicht beklagen, ich will nur bestätigen, ja, das war auch von außen hat man das, oder nicht aus der Foundation, sondern aus anderen Chaptern heraus hat man gemerkt, dass da viel im Umbruch war. Du wurdest da jetzt mitten reingeworfen und hast versucht, du das Beste draus zu machen, I presume. Ja, also ich sag mal so, also das Board ist nicht einfach. Das besteht aus 10 Menschen. Alle 10 sind sehr erfahrenen, sehr intelligenten Menschen, die aber sehr unterschiedlichen Lebenslauf gehabt hatten und auch Vorstellungen. Und es ist aber eine Tradition, jedenfalls zu meiner Zeit gewesen, dass das Board immer versucht hatte, trotz aller Unterschiede, Entschuldigung, trotz aller Unterschiede, einen Konsens zu auszuarbeiten. Das heißt, man nimmt letztendlich von jeder von sich seine Vorstellung ein bisschen zurück und versucht dann einen Mittelweg zu finden. Ich denke, das ist auch ich denke mal, das ist in den meisten Fällen in der Politik so. Und wenn man wirklich nur sehr radikale Lage bildet und unversöhnlich gegenüberstehen, dann ist das Ergebnis oft noch katastrophaler. Auch wenn persönlich man dadurch wahrscheinlich eher profitieren könnte. Das gesagt, dann kommt noch dazu, dass natürlich das Board, die aus den 10 Leuten besteht, wir waren ja alle Volontäre, wir haben alle anderen Jobs und wir haben auch immer wieder an den Board-Mitglieder gesehen, dass Leute immer wieder, die ins Board gewählt wurden und dann immer festgestellt hatten, sie schaffen es nicht zeitlich, so viele Zeit für die Arbeit von diesem Board zu aufzubringen und dann mussten sie wieder aus dem Board austreten. Die Arbeit ist ja größtenteils offline. Die Arbeit ist größtenteils offline, ja. Telefonkonferenzen und dann alle paar, glaube ich, viermal im Jahr persönliche Treffen. Genau. Wobei die Telefonkonferenzen damals, also zu meiner Zeit, eher schlecht als recht funktioniert hatte. Die Technik war einfach damals noch nicht gut genug. Wir hatten zum Beispiel auch Bichaka oft in Telefon gehabt und das hatte immer wieder sehr viele Nebengeräusche gehabt. Das ist mittlerweile viel besser geworden. Aber also zu der damaligen Zeit war es wirklich schwierig. Also wir haben meistens über Mails diskutiert und dann versucht... Über was? Auch über Mails? Ah, ja, okay. Ja, und dann versucht, bei den vor Ort Treffen dann die Entscheidungen zu treffen. Wir hatten auch damals sehr oft über... wie heißt das Tool? Google? Nein. Der Chat-Tool, der, oh mein Gott, nicht benutzt und schon vergessen. Ja, so ein Sprachchat-Tool. ELC? Ja, genau, wir haben RSC, sehr viele ELC-Meetings gehabt. Wir haben alle 2 Monate mindestens einmal ein ELC-Meeting gehabt, ja. Und was für Themen waren da? Alles Mögliche von dem, also wie zum Beispiel der Fundraising. Ach so, ich wollte vorhin noch sagen, also wir sind alle Volontäre und ich denke mal,
Das ist bei der Deutschen Bord wahrscheinlich ähnlich und wir treten gegenüber einem sehr, also persönlich sehr starke und auch hatten sehr starke Vorstellung gehabt, Executive Director gegenüber. Ja, die, wie gesagt, auch eine sehr starke persönliche Vorstellung gehabt hatte, wie Sachen zu funktionieren hat. Und das hatte dann auch nicht unbedingt, ja, sehr die Sachen vereinfacht. Den Eindruck hatte ich nämlich auch. Das war die... Sue Gardner. Genau. Die natürlich die ganze Zeit ja arbeiten muss. Die kann ja nicht immer Rücksprache mit dem Board halten, wie sie es jetzt macht. Das heißt, man spricht sich dann alle paar Monate, alle paar Wochen ab mit dem Board, guckt, ob die Richtung noch stimmt. Auf jeden Fall einmal im Jahr mit der Jahresplanung wird ein Ziel vorgegeben, aber sie muss schon ein inneres Bild haben, wie die Organisation aussehen soll und was die Organisation machen soll. Ja, also ich sag mal so, also dadurch, dass wir ja eine sehr mindestens damals sehr sehr junge und unerfahrene Movement war und wie gesagt, die Foundation hatte unter Sue sehr gewachsen und sehr professionalisiert und Sue hatte auch man merkt auch richtig, sie hatte immer versucht, unterschiedlichen Sachen zu testen, ob das funktioniert. Also am Anfang zum Beispiel hatte die Foundation zwei oder drei Angestellte gehabt, die um Großspende kümmerten. Das ist ja die gängige, die mehr klassische Arbeitsweise für eine amerikanische Non-Profit-Organisation, dass sie sich um Großspende bemühen und so ihren Existenz zu garantieren. Und die Foundation war keine Ausnahme gewesen. Also wir hatten zum Beispiel auch in die Richtung sehr stark Versuche unternommen. Bis Sue dann gesehen hatte, dass das mit der kleinen Fundraising auch sehr gut funktionierte und dass die große Spende doch ihren Eigenheiten und ihren Problematik hatten. Und dann haben wir, da hatte Sue dann irgendwann mal beschlossen oder mit Rücksprache mit dem Board dann beschlossen, dass wir in die jetzige Modus von der Fundraising geht. Also nur zum einen Beispiel, dass sie auch sehr viel experimentiert hatte. Ein anderes Beispiel ist die Fundverteilung zum Beispiel. In 2009 war ja so gewesen, dass man gesagt hatte, die Chapters, die können auch in ihrer eigenen Region Fundraising und quasi an der Fundraising teilnehmen und das Geld dann auch von ihrer eigenen Region einsammeln und dann mit der Foundation Hälfte splittern. Also die Experiment gab es auch. Es gab aber damals auch die Gespräch, dass Amerika zum Beispiel mehrere oder auch einen amerikanischen Chapter entstehen soll. Und die Foundation hatte dann doch sehr starke Bedenken bekommen, weil die Mehrheit von dem Fund doch aus Amerika kam. Und wenn jetzt eine amerikanische oder mehrere amerikanischen Chapter die Hälfte von dieser Einnahme wegnehmen, dann steht die Foundation auf einmal auf sehr sehr prekärer Lage und das war unter anderem ein der Gründe, die dazu geführt hatte, wo du gesagt hast, die zu dem Entschluss geführt hatte, die Fundraising noch anders zu organisieren, wo du ja vorhin auch angesprochen hatte. Natürlich, also dann wiederum, wie immer bei Regeln so ist, Regeln hat ja auch wie Gesetze normierende Wirkungen.
Das heißt, man kann dann nicht mehr unbedingt immer Einzelfälle zu prüfen. Dann hatte die Foundation ja noch immer versucht. Und dann gab es noch die anderen Probleme, wie zum Beispiel das Chapter, die an sich schon immer instabil war, auf einmal ja auf einem Pot von 1 Million Euro sitzt. Und da hatte man plötzlich sehr viel Angst gehabt, dass dadurch zum Beispiel Tür und Tor geöffnet ist für Veruntreuung und auch Missbrauch oder auch Ineffizienz. Das war unter anderem auch ein der Grund, warum dann die Bremse gezogen wurde. Und letztendlich hatte ja die Foundation immer versucht, trotz der normierenden Wirkung von Regeln auch noch auf den einzelnen Chapter einzugehen, Regeln so zu erstellen, dass zum Beispiel Deutschland immer noch selbst Fundraising konnten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt ist. Aber also man sieht sehr viele Sachen, also das, was du gesagt hast, dass Sachen dilettantisch passiert, letztendlich passiert das einfach, ich sag mal, das ist einfach menschlich, das passiert einfach aus Unerfahrenheit und einfach, weil wir sehr vielen Sachen ja den Weg einfach mal ja raussuchen müssen, weil es einfach für uns kein Weg da ist, wo die anderen Leute schon den Pfad ausgetreten ist. Und ja, das war damals halt schwierig, weil man das natürlich sehr ernst genommen hat. Ne? Dann saßen aber auch wir wieder zu 8 oder zu 9, wie viel wir da waren, haben dann sehr intensiv die Mails ausgewertet, die da kamen. Ist ja auch immer, kam ja immer so leicht gefühlt von oben jetzt. Ja, ja, natürlich. Von dieser Warte bin ich aber völlig weg. Ja, wenn man dann halt von einem, weiß ich, Praktikanten, der mutig ist und da auch was schreibt, ist alles super, aber dann muss die Kommunikation auch auf der Ebene passieren und nicht als Informations-E-Mail, jetzt ist es übrigens so, sondern auf einer Diskussionsebene, aber ein richtiger Austausch hat da leider nicht stattgefunden. Ich will mich auch nicht beschweren, dass früher alles furchtbar ist oder was jetzt ist. Mich hat nur wirklich mal interessiert, wie die Arbeit im Board der Foundation selber war. Bist du denn, du warst jetzt 5 Jahre drin, meinst du, dass du was bewegt hast? Ja, also das ist immer so eine schwierige Frage für mich. Also wir haben in den 5 Jahren ist sehr viele Sachen passiert, wobei ich jetzt nicht beurteilen kann, wie viele aus meinem Zutun passiert ist. Also ich bin auch in der Beziehung nicht unbedingt ein Mensch, der Sachen für mich reklamiere. Beschlüsse, die die Foundation gemacht hatte, die das Board gemacht hatte, wurden immer durch die 10 Leuten zusammen diskutiert und jeder hat was beigetragen und es ist am Ende nie klar rauszustellen, hier ist ja schon klar, aber du willst dich jetzt nicht in den Vordergrund spielen, das verstehe ich, aber gemacht hast du doch irgendwas. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sagen, wahrscheinlich habe ich, also was ich auf jeden Fall für mich reklamieren könnte, ist, ich habe bestimmte Diskussionen in der Richtung gelenkt, dass es nicht noch schlimmer wird. Oh, okay. Und ich hoffe, dass das mindestens etwas ist. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du die Absicht hast, aber wenn du jetzt nochmal fürs Board kandidieren würdest, würdest du was anderes machen? Würdest du was anders machen? Also ich hab erstmal keine Absicht, wieder für das Board zu kandidieren. Ich würde bestimmte Sachen anders machen. Ich würde wahrscheinlich doch ein bisschen weniger kompromissbereit zeigen, im Nachhinein betrachtet. Ich weiß jetzt nicht zu der damaligen Zeit mit den damaligen Mitgliedern,
Ob das was gebracht hätte oder nicht, das weiß ich nicht. Oder ob das noch was schlimmer gemacht hätte. Aber so denke ich jetzt, ich könnte noch ein bisschen härter sein. Aber letztendlich, ja, das ist einfach Erfahrung, die man gelernt hatte. Und wie gesagt, ich hab nicht in Absicht, nochmal für Sport zu kandidieren. Also du würdest mit einer stärkeren Vorstellung davon reingehen, was du erreichen willst. Ja, Ja. ich denke mal, ich habe letztendlich heute betrachtet, man betrachtet die Vergangenheit ja immer ein bisschen klarer und man sagen könnte, ich hätte damals anders machen können. Ja, sonst kann man ja nicht für die Zukunft lernen, wenn man nicht. Ja, gut, aber auf der anderen Seite, das ist ein bisschen Sisyphus, weil ich damals einfach diese Einsicht nicht gehabt hatte. Also ich konnte damals auch nicht in die Zukunft sehen und sagen, das wäre eine bessere Lösung oder das wäre eine schlechtere Lösung. Aber ja, also über die, das habe ich auch schon anderswo öffentlich schon mal gesagt, über die Beschluss, diesen Hi-Fi-Brief zum Beispiel, bin ich rückbetrachtend, bin ich sehr unglücklich darüber. Der was bringt bitte? Der Brief, der sehr berühmte Brief aus der Haifa-Treffen, auf der Haifa-Meeting von der Foundation, das letztendlich besagt wird, dass die Chapters nicht mehr fundraisen dürfen. Ach so, dann muss ich direkt mal einen Link raussuchen und mir das nochmal durchlesen. Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Scheint für dich ja doch ein Erlebnis gewesen zu sein. Ja, ich meine, das ist auch eine der Sachen, die in den Jahren passiert ist, die wirklich Auswirkungen bis auf heute und wie gesagt auch bis auf Zukunft haben wird, ja. So, jetzt haben wir einen Ausflug ins Sport der Foundation gemacht, aber ich würde gerne noch ein bisschen aus dir rauspressen, was über die chinesische Wikipedia, weil du jetzt halt, weil man das gut machen kann. Gibt es eine chinesische Organisation, so ein, was wie eine Chapter oder eine Usergruppe? Nein, also wir hatten mal ein Chapter in Taiwan gehabt. Der Chapter ist, also der Chapter war eingeschlafen nach dem Wikimania. Die ist einfach durch Wikimania ausgepowert. Wir haben mittlerweile dort wieder eine Art Usergruppe, die periodisch Treffen an unterschiedlichen Orten in Taiwan organisieren. Wir hatten mal ein Chapter in Hongkong, also wir haben immer noch ein Chapter in Hongkong und in Macau gehabt. Beide sind mit Problemen ja, belastet. Der Macau-Chapter ist im Moment überhaupt nicht aktiv. Dort bekommt auch kein Mensch, also keine Reaktion. Und deswegen wird der Chapter wahrscheinlich demnächst auch wieder in eine Usergroup, in einem ja eingeschlafenen Usergroup umgewandelt. Und der Hongkong Chapter hat ja auch letztendlich seine Probleme. Es gibt auch Aktivitätsprobleme hatte sie schon immer gehabt. Durch die Wikimania hatte es einen Push gegeben und ist mittlerweile wieder eingeschlafen. Wir haben ein User Group in China, wobei User Group in China an sich immer problematisch ist. Und die ist im Moment auch ein closed group, also eigentlich ist sie nicht als genügt sie die Kriterien für eine User Group nicht. Sie akzeptiert im Moment keine neuen Mitglieder. Sie hatte eine Zeit lang Treffen in China organisiert. Okay, das, was ich sehr schade finde, was ich jetzt so raushöre, ist, dass die Wikimanias eigentlich keinen Impuls gesetzt haben an den Orten dort in Hongkong und Taiwan, sondern in Taiwan sogar eher zum Zusammenbruch des Chapters geführt haben. Das ist ja ein Effekt, der eben nicht entstehen soll. Eigentlich soll der dort mehr lokal dann passieren hinterher.
dann müsste man mal drauf gucken, wie das bei anderen Wikimanias ist. Und ja, es gibt auch keine Organisation. Wie kann man denn von Deutschland aus etwas für die chinesische Wikipedia tun? Wird es reichen, das Team China in der deutschen Wikipedia irgendwie voranzutreiben? Wem nutzt das? Schadet das eher, wenn man da so aktiv wird und so ein Auge drauf hat? Kann ja auch sein. Ich bin ja selber in einer Diktatur aufgewachsen in der DDR und weiß, wenn die bundesrepublikanischen Medien sich für ein Thema in der DDR interessiert haben, dass das für die Betroffenen in der DDR dann durchaus schwierig wurde. Also ich sag mal so, wir haben zwar im Moment kein richtige Chapters oder Organisationen, aber wir haben schon ein gesunde Community, die auch Arbeit tut und die auch immer neuen Content generiert, manchmal auch sehr gute Content. Also von daher, ich bin mir im Moment nicht besorgt wegen der Gesundheit von der Community oder von dem Projekt an sich. An der deutschen Wikipedia, ich denke mal, es ist immer gut. Ich weiß, dass diese Community immer versucht, weltoffen zu sein, aber letztendlich ist man doch mitten in Europa und ich würde immer begrüßen, wenn mehr Content auch aus anderen Kontinente dort etablieren. Wir wissen ja, dass wenn man die Weltkarte betrachtet und dann die Artikel dort tut, dann leuchtet Amerika, Nordamerika und Europa hell und die Rest der Welt eher dunkel. Und es ist immer gut, an diese Situation anzukämpfen. Ich weiß, es gibt immer, ja, gerade in der deutschen Community Bedenken wegen Notability, also Relevanzkriterien. Relevanzkriterien und gerade aus dem Kontinent, aus Asien oder Afrika oder auch Südamerika zum Teil, gibt es natürlich immer wieder Sachen, die schlecht dokumentiert wurde und man aus der deutschen Sicht erst einmal schlecht beurteilen kann, ob das wirklich die Relevanzkriterien genügt oder nicht. Und zum Teil natürlich auch überhaupt keine Quellenangaben finden kann. Und diese Problematik gibt es und ich denke mal, damit es weltoffen, noch ein bisschen weltoffener zu sein, soll man mal denken, gerade in diesen Bereichen die Relevanzkriterien auch ein bisschen zu lockern. Ah, okay. Eine höfliche Bitte. Ja, schön. Also man kann durchaus noch was tun. Es ist jetzt immer mit Arbeit behaftet. Ich sehe, dass du auch immer noch aktiv bist, was mich sehr freut, auch nach vielen Jahren noch nicht verbittert dich abgewendet hast, sondern durchaus immer noch deinen Weg da findest. Und ich hoffe, wir sehen uns mal bald. Bist du jetzt am Wochenende in Kornwestheim zur WikiCon dabei? Nein. Ich habe Besuch zu Hause. Ja, ist okay. Muss ich dich entschuldigen, ist schon okay, aber ich hatte gehofft, dass wir uns mal wiedersehen, aber dann zu einer anderen Gelegenheit. Ja, mit Sicherheit. Spätestens nächste Frühjahr in Berlin. Was ist da? Wieder die Wikimania-Konferenz wahrscheinlich. Ach so, da war ich noch nie auf der, aber es gibt ja so ein Abendprogramm, an dem man teilnehmen kann. Alles klar. Na dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag und schön neugierig bleiben. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle.
Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.